der zweite Tech täglich des Jahres 2019, aber mein erster. Deswegen an dieser Stelle nochmal gesundes neues Jahr euch allen da draußen. Es gibt spannende Themen und wieder mal keine Zuschauerkommentare heute. Das wird jetzt, das ist halt jetzt so. Gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gierte. Ich bin am Tech täglich vom 3.1. Robert hat, glaube ich, gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, vergessen, die Zuschauerkommentare vorzubereiten. Ich sage heute bewusst, ich lese keine Zuschauerkommentare vor, weil die Kommentare unterm gestrigen Tech täglich alle, also zu 98% scheiße waren. Das werde ich nicht sanktionieren, in dieser Sendung die vorzulegen. Es gab drei, die waren so okay, aber auch langweilig eigentlich. Deswegen lassen wir das einfach mit den Zuschauerkommentaren und widmen uns sehr spannenden Tech-Themen. Also heute geht es wirklich richtig, richtig rund. Teilweise dachte ich auch, was ist denn jetzt los? Und zwar hat Apple heute Morgen, was macht Moni denn jetzt da? Ach, der Tisch sauber, okay. Hat Apple heute Morgen eine Gewinnwarnung rausgegeben an Mitarbeiter und Aktionäre und so. Und das ist jetzt an sich nicht so mega dramatisch bei einem normalen Unternehmen. Wenn Apple eine Gewinnwarnung rausgibt, dann kracht die Börse erstmal zusammen. Also alle Aktien, die ich so in meinem sehr großen Portfolio habe, sind erstmal 10% gefallen. Ich bin ungefähr 40.000 Euro ärmer geworden heute Morgen. Und natürlich, selbst die Tagesschau hat darüber berichtet. Haben wir noch gescherzt hier, dass wenn Apple mal eine Gewinnwarnung rausgibt, kriegt das sogar die Tagesschau mit und macht dann eine große Meldung darüber. Also, was ist passiert? Tim Cook hat sich, ich sag mal, in einem offenen Brief an Investoren gewandt und gesagt, Leute, Umsatz, Weihnachten war nicht so geil. Ist alles nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Interessanter als das, also dass man weniger Geräte verkauft hat, als man eigentlich geplant hatte, sind die Gründe, die Apple dafür gibt. Also, ein Grund dafür ist, dass der Umsatzrückgang vornehmlich in China auftritt, weil es da halt Handelsstreitigkeiten mit den USA, hier Trumps Zölle und sowas alles gibt. Das ist Grund für ausbleibendes Wirtschaftswachstum auch in China. China wächst ja nicht mehr ganz so schnell wie bislang. Und das ist alles ursächlich für rückläufige Absatzzahlen von iPhone, iPad und Mac. Dann die Mobilfunkunternehmen zahlen wohl weniger Subventionen an Apple für den Kauf neuer Handys. Der US-Dollar ist gestiegen. Das führt natürlich auch zu Absatzproblemen. Es gab ein paar Lieferschwierigkeiten, was die Apple Watch, das iPad Pro, MacBook Air und AirPods betraf. So, und der beste Grund von allen, der wirklich beste Grund, warum Apple mit sinkendem Umsatz zu kämpfen hat, ist, dass es jetzt das Akku-Austauschprogramm für iPhones gibt. Und das, laut Tim Cook, sorgt das dafür, dass die Leute jetzt ihre iPhones reparieren, statt neue zu kaufen. Ja, das ist scheiße. Sorgt natürlich für sinkende Umsatzzahlen, wenn Leute einfach ihre unverhältnismäßig teuer bepreiste Hardware dann auch noch frecherweise reparieren, anstatt wegzuschmeißen, neu zu kaufen. Also, puh. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie es mit Apple weitergeht. Vorhin hatte ein Kollege schon gesagt, wenn die Apple-Aktie bei 10 Euro ist, dann kauft er. Ich fürchte, wenn die Apple-Aktie bei 10 Euro ist, dann laufen wir hier alle mit Keule wieder rum und leben in irgendwelchen Höhlen, wenn das passiert. Soweit ist es nämlich noch nicht. Wen das interessiert, ich kann mal gerade sagen, aktueller Preis der Apple-Aktie 125,60 €. Das ist aber trotzdem günstig. Das ist Schnapper, weil die war, weiß nicht, vor 3 Monaten, ich glaube, die war aber bei knapp 200. Ne? Also ist jetzt insgesamt fast die Hälfte günstiger. Jetzt ist es, gebe ich jetzt eine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie? Also ich kaufe nicht. Aus rechtlichen Gründen nein. Ich gebe keine Kaufempfehlung hiermit für die Apple-Aktie. Sage auch, dass ich nicht kaufe, weil ich glaube, dass... Ach, ist mir doch egal. Kauft Apple-Aktien oder lasst das. Scheißegal ist mir das. So, den Artikel dazu, also wo nochmal genau erklärt wird, warum tut Apple sich gerade so schwer, könnt ihr unter giga.de/Apple natürlich lesen. Und gleich auf giga.de/Apple anschließend sozusagen könnt ihr bei unserer Umfrage mitmachen, sind Apple-Produkte eigentlich überteuert? Weil vielleicht ist das auch der Grund, warum die Apple-Umsätze rückläufig sind, weil die Sachen einfach zu teuer geworden sind. Leute sagen, nee, habe ich keine Lust mehr, so viel Geld dafür auszugeben. Ich kaufe günstig, ich kaufe Windows-Phone stattdessen. So, könnt ihr also auch unter giga.de/Apple die kleine Umfrage von Sebastian, sind die Apple-Produkte überteuert, mitmachen? Kriege ich schon Antworten? Es haben schon 10.000 Leute teilgenommen. Ich klicke mal hier was und gucke, ob ich eine Antwort kriege. Ob ich schon mal einen Zwischenstand sage? Ja, das ist ja interessant. Schon 67, nee, ich fange umgekehrt an. 0% sagen etwas zu billig,
von wohlgemerkt 10.549 Teilnehmern. 0% sagen etwas zu billig, 0% sagen weiß nicht, 1% sagen viel zu billig, 4% sagen sind genau richtig, 27% sagen etwas zu teuer und 67% sagen ja, viel zu teuer. Ich fürchte, da wird nach diesen Ergebnissen wird die Apple-Aktie morgen nochmal 20% fallen. Und dann könnt ihr kaufen, dann kaufen. Aber also wenn die Apple-Aktie unter 100 Euro ist, dann kaufen, auf jeden Fall. Wobei, vielleicht erholt sich Apple davon auch nie wieder. So eine Giga-Umfrage hat schon ganz anderen Unternehmen das Genick gebrochen. Ne? Also, so, dann, wo wir gerade bei ein bisschen Schabernack machen sind, gibt noch mehr Schabernack und schlimmeren Schabernack. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt Netflix hat und nutzt und wer von euch über die Feiertage den neuen Sandra Bullock-Streifen auf Netflix gesehen hat. Bird Box heißt der. Ganz kurios, geht darum um eine Welt, also postapokalyptisch sind so Wesen, die darf man nicht sehen. Das heißt, man muss sich die Augen verbinden und dann kann man ganz normal weitermachen. Aber man darf halt nicht diese Wesen sehen. Weil wenn man die sieht, dann begeht man Selbstmord. So weit, so abstrus diese Geschichte. Der Film ist anscheinend, also ich habe ihn gesehen, ist ein Riesenerfolg. Ich verstehe nicht warum, weil ich fand ihn ziemlich bekloppt, aber egal. Noch bekloppter als der Film ist aber, dass jetzt wahnsinnig viele Leute die Bird Box Challenge machen. Das heißt, sie verbinden sich die Augen und versuchen dann Dinge zu tun. Auch teilweise außerhalb ihrer Wohnung. Also sie gehen dann halt mit verbundenen Augen raus. So, ihr könnt euch vorstellen, dass das gefährlich ist und ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch schon zu Unfällen geführt hat. Also mit verbundenen Augen. Treppen steigen, 100 Meter Lauf machen. Gibt ja auch so komische Videos schon auf Twitter. Und, ach hier, mein ehemaliger Kollege Tino schreibt hier auch, einzige Birdbox-Challenge, die ich machen würde, wäre 100er Packung Hot Wings von KFC essen. Jetzt habe ich aus Versehen Werbung für KFC gemacht. Netflix hat sich auch schon geäußert und sagt, liebe Leute, danke für die Zuneigung zu diesem unseren Film, aber bitte hört doch auf, irgendwelche Dinge zu tun, bei denen ihr euch wehtun könnt. Deswegen auch von uns nochmal die eindringliche Warnung, bitte nicht mitmachen bei der Birdbox Challenge. Höchstens Apple-Aktien könnt ihr auch kaufen mit verbundenen Augen. Geht. Alles zur Birdbox-Challenge lest ihr unter giga.de/Achtung Film. giga.de/Film, da gibt's alles zur Birdbox-Challenge. So, dann, es geht immer noch bekloppter. Und zwar PewDiePie. Hacker hat Chromecast und Google Homes gehackt. Und so, dass die automatisch versuchen, über YouTube PewDiePie-Videos abzuspielen. Das ist schlimm, finde ich. Mir ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich glaube, ich würde kotzen, wenn ich PewDiePie-Video sehen müsste. Auf jeden Fall kam jetzt dann raus, dass dieser Account, der nennt sich Hacker Giraffe, also Hacker Giraffe, der wollte damit wohl ein Statement setzen, dass über irgendeine Universal Plug-and-Play-Lücke es sehr leicht möglich ist, ein Chromecast bzw. ein Google Home zu hijacken und dann eben damit Dinge zu tun, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Das hat er getweetet, darauf hat sich auch PewDiePie dann schon geäußert und findet das super, dass er das macht. Damit ist er aber lange noch nicht jetzt irgendwie gesegnet oder so, weil nämlich Google hat gesagt, es ist scheiße, was der macht. Und es betrifft auch nicht nur unsere Geräte, sondern das ist eine Lücke, die ist grundsätzlich möglich. Und hat als Ergebnis erstmal das PewDiePie-Video gelöscht. Auch eine Maßnahme, so eine Lücke zu schließen. Ne? Also kann immer noch gehackt werden, aber wenigstens wird das PewDiePie-Video nicht mehr abgespielt. Gab es übrigens vor ein paar Wochen schon mal so einen Fall, da wurden Drucker gehackt, um PewDiePie-Videos abzuspielen oder so. Keine Ahnung. Verrückt. Verrückt, diese YouTuber-Szene. Frame für Frame. Frame für Frame. Ist auch schwierig. Frame für Frame werden dann PewDiePie-Videos ausgedruckt. Ihr könnt euch das Ganze unter giga.de/games durchlesen. Aber ein bunter Strauß an Themenwelten heute hier bei uns. Apple, Film, Games. Ja, Software habe ich nichts. Ich habe aber was noch zu Tech. Fast so exotisch. Ja. Gigatech. Und zwar gute Nachrichten für alle Fans von smarter Beleuchtung, die aber nicht viel Geld ausgeben wollen. Und zwar Aldi. Aldi bringt jetzt eine eigene Smart Lightning. Heißt das Smart Lighting? Smart Lighting. Smart Lighting wären intelligente Blitze. Smart Lighting Serie ins Portfolio. Und zwar das Lichtsystem des Herstellers Müller Licht, das sie aber Tint nennen. T-I-N-T. Und das Tolle ist, dass es nicht nur günstig ist, ich kann ja mal sagen hier, also ein Starter-Set aus Birne und Fernbedienung kostet 29,99 und einzelne Lampen
Gibt es für 14,99 €, farbig sogar nur, nicht sogar nur, also das sind die weißen und die farbigen kosten günstige 19,99 €. So, und jetzt kommt das richtig Geile, die sind aber kompatibel mit Huey und hier Osram Lightify und sowas. Das heißt, ihr könnt sowohl ein Aldi-Tint-System aufbauen und das dann später mit Huey-Produkten ergänzen, als auch in ein bestehendes Huey-System einfach diese Aldi-Tint-Lampen einbauen. Und das ist das Erste, was ich machen werde, mir so eine farbige Aldi-Tint-Lampe für 19,99 € kaufen, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich 40 € günstiger, als eine farbige Philips Huey kostet, und die in mein Philips Huey-System einbauen. Das lässt sich dann mit der Philips Huey-App bedienen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Philips Huey da mal ordentlich einen Riegel vorschieben wird, oder? Oder ist das? Also offensichtlich läuft das über einen Standard, der halt mit Philips Huey kompatibel ist. Insofern klingt das zwar komisch, ist aber wahrscheinlich, soll so sein. Wobei, ich hatte gerade hier, wie dieser Standard heißt. Wie heißt dieser Standard? Warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Standard. Finde ich nicht. Könnt ihr ja selber suchen. Was? Ja, Zigbee, genau. Zigbee, danke. Zigbee heißt der Standard. Und der ist eben kompatibel mit den Philips Huey-Geräten. Toll! Also ich kaufe das sofort. Könnt ihr euch unter giga.de/tech durchlesen. So, normalerweise kämen jetzt Zuschauerkommentare, aber ich bin ja, wie gesagt, böse mit euch. Beziehungsweise ich fand die nicht gut, die Zuschauer. Also, neutraler, ich fand die alle nicht gut, die Zuschauerkommentare. Mir fällt gerade ein Zuschauerkommentar hatte ich aber doch, denn der hatte zumindest was damit zu tun, was ich hier gerade erzählt habe. Ach, ist mir jetzt auch egal. Heute gebt ihr wieder bitte nette und schöne und lustige Zuschauerkommentare, und dann werde ich morgen auch ein paar vorlesen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit Alexa, spiele Computerliebe von Kraftwerk. Okay.